Eine der Sachen, die mir am meisten Spaß macht. Ich mache wieder einen leckeren Drink für euch. Heute gibt es die historisch wahrscheinlich so ein bisschen angehauchte Variante vom klassischen Manhattan. Audrey Saunders, eine amerikanische Bartenderin bzw. eine Bartenderin aus Manhattan, hat diesen Drink kreiert, hat die Bitters durch den Artischockenlikör Cynar ausgetauscht. Das ist ein leckeres italienisches Ding. Und damit machen wir heute den Manhattan im Little Italy Style. Es wird richtig gut. Wir brauchen dafür nicht viel. Eiswürfel, ein Mixbecher, ein Strainer. Das ist quasi dieses schöne Teil, also ein Barsieb, ein Löffel zum Rühren. Das bleibt ein Rührcocktail. Wir brauchen einen Messbecher, wir brauchen einen Rye Whisky. Wir brauchen einen roten, süßen Wermut. Im Idealfall nimmt der Antica Formula, ist der am besten dazu passt. Und wir brauchen natürlich den Cynar. Also den haben wir hier, habe ich euch gerade schon gesagt. Schön der Artischocken-Flavor. Und damit mixen wir dann wirklich heißen Shit zusammen und garnieren das Ganze dann mit Maraschino-Kirschen. Wir fangen aber jetzt einfach mal an zu mixen, damit wir ans Machen und vor allen Dingen nachher ans Trinken kommen. Was ist bei dem Manhattan anders als beim klassischen? Der klassische hat einfach immer doppelt so viel Rye wie roten süßen Wermut. Und am Ende wird das Ganze dann halt einfach noch mit Bitters einfach noch mal so ein bisschen verfeinert. Bei uns ist quasi der Cynar der Bitteranteil, hat aber auch den Mengenanteil des Wermuts. Also es wird ein bisschen komplizierter, was ihr euch einfach nur für eine Formel merken könnt. 6, 3, 2. 6 ist immer noch der Rye, 3 der Cynar. Und 2 am Ende dann halt quasi der rote Wermut und am Ende die Kirschen. Aber wir pappen das jetzt alles zusammen. Los geht's mit dem Rye. Wir machen natürlich immer nur Drinks für 2. Wie viel brauchen wir also? 120 Milliliter. Einen roten süßen Wermut. Davon haben wir hier 20 Milliliter pro Person. Das heißt einmal 40 für beide. Dann hätten wir den auch drin. Was fehlt? Das Wichtigste. Damit es ein Little Italy ist, unser Cynar. Davon brauchen wir 30 pro Glas, also 60 Milliliter. Wie gut ist mein Auge? Der Sprit ist jetzt komplett im Becher. Wir brauchen also nur noch Eis und dann wird nur noch gerührt. Nicht geschüttelt? Nicht geschüttelt, nur gerührt. Deshalb jetzt die Eiswürfel rein. Also wir rühren auf Eis. Nehmt euch so ungefähr 15 Sekunden. Und rühre das Ganze dann hier schön ein. Strainer drauf. Und jetzt ein kleiner Tipp. Ich habe die Gläser, in die ich das gleich serviere, hier noch nicht stehen, denn ich habe sie gekühlt. Dieses Getränk wird nämlich nicht auf Eis serviert, aber gerne in ein eisgekühlten oder vor Eis gekühltes Glas. Gläser! Andale. Voll die andere Sprache. Alles gut. Ich bin ja auch ein Sprachtalent, hallo? Nein, also ihr seht hier, schön vorgekühlt, tut sich halt echt ein paar Minuten, bevor ihr den Drink macht, ins Eisfach und dann wird eingefüllt. Und rein damit. Sieht unfassbar gut aus, ist unfassbar ungleichmäßig aufgefüllt. Also nicht unfassbar, aber so ein bisschen. Das bedeutet, einer wird ein bisschen mehr kriegen als der andere. Luigi, für dich ist das kleinere Glas, ich nehme das größere. Ich muss ja heute nicht mehr fahren. Aber es wird verdammt gut schmecken, es ist aber noch nicht fertig. Es fehlen noch unsere Maraschino-Kirschen. So, und dafür habe ich mir hier so einen schönen Holzspieß genommen. Und wir werden jetzt 3 so eine Dinger gleich entspannt aufspießen. Allein diese Kirschen schmecken schon so mega. Das ist unser Manhattan Little Italy. Das ist der Manhattan im Little Italy Style. Macht ihn auf jeden Fall nach, gönnt es euch, nehmt auf jeden Fall auch die guten Zutaten, denn da ohne Witz davon lebt dieser Drink. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, lasst dann auch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und kommentiert auch gerne fleißig weiter, was ihr so als nächstes haben wollt als Rezept. Auch als Rezept auf Italienisch so. Jetzt bin ich halt wirklich durch mit diesem Video. Sagt tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Arrivederci.